Hier in Erfurt auf dem imposanten Domberg in der St. Severikirche findet anlässlich des Katholikentags die Ausstellung Udos 10 Gebote statt. Mit Pinselstrichen bringt Udo Lindenberg seine Interpretation der biblischen 10 Gebote aufs Papier. Aktueller denn je. Angebote Gottes für das Leben und das die Beziehung in dieser Welt. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern als Anstoß für uns, wie kann Leben gelingen, wie können wir in einen Dialog kommen und was kann Gott uns in der Beziehung zu den Menschen und in der Beziehung zur Welt sagen, wie wir diese Welt gestalten können, dass nicht Leben vernichtet wird, sondern das Leben zueinander führt. Wir laden Sie ein, mit uns eine digitale Kerze zu entzünden. Denn Zukunft hat der Mensch des Friedens. So ist der Katholikentag überschrieben. Und es geht um den Frieden, die Sehnsucht des Friedens in der zerrissenen Welt. Und Sie schenken, indem Sie eine digitale Kerze entzünden, auf der einen Seite ein sichtbares Zeichen der Solidarität, der Zuversicht, aber auch des Trostes. Und Sie können gemeinsam mit unseren Partnern Wehleit und Emil Göksche, die die Kerze entworfen hat, auch etwas Gutes tun. Mit den Spenden, die dadurch gegeben werden und eingehen, unterstützen wir ein Frauenhaus in Kirchworbis, das Haus Theresa, wo Mütter und Frauen eine Unterstützung finden, und ein UNICEF-Projekt in Bangladesch im größten Flüchtlingslager, wo Menschen in Not medizinische und andere Hilfe finden. Setzen Sie mit uns dieses Zeichen des Friedens. Laden wir Sie ein, dass wir gemeinsam nur Frieden stiften können und den Frieden uns schenken können, den letztlich Gott uns schenkt. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Zeichen, das Sie damit setzen, denn während dieser Zeit, wo Sie es digital entzünden, wird auch hier in der Kirche symbolisch sich eine brennende Friedenskerze mit Ihrem Anliegen, mit Ihren Gebeten, mit Ihrem Dank und Ihren Bitten verbinden.